Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. Jawohl, ich habe in der Zwischenzeit eine ganze Menge getan. Wir haben mittlerweile, ich glaube, es sind 95% aller Medaillen und oh, das ist super. Ich zeige es euch mal kurz hier. Die erste Seite ist komplett. Die zweite Seite ist auch fast komplett. Ich habe irgendwie drei Charaktere bei Sprung vergessen. 100 Meter Freistil ist leer, das ist Absicht, denn... Wie ihr ja wisst, bekommen wir, hier ist übrigens auch alles, bekommen wir für jeden Charakter, mit dem wir alle Disziplinen auf Gold haben, eine Krone und die möchte ich onscreen holen. Und deswegen werden wir 100 Meter Freistil onscreen mit jedem durchspielen. Das heißt, wir bekommen nach jedem errungenen Gold eine Krone für jeden Charakter. Bis auf Blaze, weil Blaze hatte bei dieser Disziplin, wie man jetzt hier sieht, schon Gold. Ich hatte ja mit jedem Mal... jede Disziplin gespielt. In dem Fall war es Blaze. Deswegen habe ich bei ihr Speerwerfen freigelassen und ja, diese drei bei Sprung habe ich irgendwie vergessen. Es waren, glaube ich, Luigi, Mario und Amy. Genau. Die müsste ich dann auch nochmal nachholen. Ich weiß noch nicht, wie ich das schneiden werde, geschnitten haben werde. Voraussichtlich werde ich wahrscheinlich wieder alles vergessen haben, reinzuschneiden. Ich habe nämlich noch so ein paar Sachen geholt, nämlich zum Beispiel Sprung, die 10, also diese perfekte Wertung hinzukriegen, habe ich geschafft. Vielleicht kann ich euch das dann gleich sogar zeigen, onscreen, damit ich es auf keinen Fall irgendwie überhaupt nicht zeige, weil ich vergesse irgendwas reinzuschneiden. Auf jeden Fall wollten wir uns heute um den Missionsmodus kümmern. Blödsinn, um den Galeriemodus wollten wir uns kümmern. Missionsmodus haben wir beim letzten Mal uns schon mal ein bisschen angeguckt und bei Shadow bin ich so ein bisschen ratlos gewesen, wie man Sonic schlägt. Ich habe es dann irgendwann geschafft. Ja, auf jeden Fall... werde ich euch auch noch so ein paar Sachen zu den Goldmedaillen mitteilen. Allerdings wahrscheinlich erst später, zu einem späteren Zeitpunkt. Jetzt werden wir uns erstmal um die Minispiele hier kümmern. Ich habe keine Ahnung mehr, was es hier genau zu erledigen gibt, aber ich bin sehr gespannt drauf. Und noch eine Sache zur Qualität. Es könnte jetzt sein, dass mein Mikro leicht... dass ich gleich anders klinge. Und dass ihr vielleicht ein bisschen vom Sound hört, weil ich spiele es jetzt zum ersten Mal wieder seit langem über den Fernseher. Wegen GameCube und sowas. Da werde ich noch ein Infovideo zu machen, vielleicht direkt nach dieser Aufnahme hier. Ja, zu diesem Setting, sodass ihr euch das am besten anguckt, wenn ihr mehr darüber wissen wollt. Solltet auf jeden Fall nur Bescheid wissen, ich könnte jetzt etwas anders klingen. Und wir starten jetzt also mit dem olympischen Trivialwissen. Hier gibt es Stimmenmemory. Wie ich gesehen habe, schalten wir wohl dadurch Soundtracks frei, wie wir hier auch schon sehen. Genau, 5 von Mario, 5 von Sonic. Let's go. Wann wird im olympischen Stadion... die Flagge der Olympischen Spiele gehisst. So, Start. Es kann auch sein, dass ich den Sound gleich lauter machen muss, dann hört ihr es wahrscheinlich noch krasser, wenn ihr es überhaupt hört. Kommt immer drauf an, wie ich das noch hinkriege oder... Ja gut, eigentlich mache ich da nichts. Ich baller Rauschentfernung drauf und das ist es. Präge dir die Reihenfolge ein, in der die Figuren sprechen und dann antworte, wenn du selber in der Reihe bist. 5 Punkte mehr erzielen, okay. Okay, zweimal Sonic, einmal Yoshi. Und jetzt muss ich anklicken, oder was? Okay. Hä? Was? War ich irgendwie zu langsam, oder was war denn jetzt falsch hier? Ich weiß nicht, was falsch war bei dem ersten. Okay. Okay. Machen wir einfach mal. Das wird wahrscheinlich wenig kommentiert werden jetzt hier. Yoshi, Sonic, Yoshi und Yoshi. Apropos Yoshi, da wurde ein neues Spiel angekündigt, was mich null interessiert hat. Auf der Direct. Ich hasse Yoshi einfach. Ich mag den überhaupt nicht. Erst recht seit den Goldmedaillen. Yoshi ist ein Charakter, den ich absolut hassen gelernt habe. Tails mochte ich noch nie, den mag ich auch noch weniger jetzt. Aber am schlimmsten, das muss ich einfach mal direkt loswerden, ist Daisy. Warum? Wegen ihren Schreien und Gestöhnen und... Daisy ist der schlimmste Charakter überhaupt. Ich weiß nicht, was sie für eine Daseinsberechtigung hat, ganz ehrlich. So, ich werde jetzt auch verkacken, weil... wir brauchen 5 Punkte und ich sehe es nicht ein, hier länger zu spielen. Aber... lasst euch gesagt sein, das Schlimmste ist wirklich Skeet schießen mit Daisy, ne? Skeet schießen mit Daisy und dann eine Runde perfekt hinkriegen.
Wenn ich jetzt außersehen die richtige Reihenfolge nehme, wäre auch lustig. Aber wenn die Perfect hat, ne? Ohne Witz. Ich hasse es einfach nur. Ich hasse es so inständig, abgrundtief und ich will die einfach nur aus dem Spiel jagen und Sachen machen, die ich an dieser Stelle besser nicht erwähne. So, die Flagge der Olympischen Spiele wird während der Eröffnungszeremonie gehisst und wird erst wieder bei der Abschlusszeremonie heruntergelassen. Jo, Stimmmemory 1 haben wir jetzt geschafft und haben olympisches Trivialwissen erhalten. Okay. Vervollständige das fehlende Wort des olympischen Mottos. Schneller, stärker. Wahrscheinlich weiter. Aber finden wir es heraus. Jetzt gibt's 3 Charaktere. Ui, ist aber herausfordernd. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet, brauche ich wieder 5. Ich gucke lieber nochmal nach. Wie viel brauche ich? Ich hoffe, ich brauche überall nur 5. Okay, ich brauche überall nur 5. Das ist gut. Okay, Yoshi, Amy. Warum da jetzt Yoshi dabei sein muss, verstehe ich auch nicht. Aber von mir aus. Knuckles, Yoshi und Yoshi. Ich habe auch gelesen, dass jeder seinen Gegenspieler hier hat in diesem Spiel. Ich konnte mir sie leider nicht alle merken, aber das fand ich sehr interessant. Also Sonic und Mario sind logischerweise Gegenspieler, weil das sind halt so die Ikonen dieser beiden Reihe, Und Shadow und Luigi sind Gegenspieler, das weiß ich noch. Amy müsste entweder Peach oder Daisy sein, das weiß ich nicht ganz, und Blaze dann halt jeweils die andere. War das 3-mal Knuckles oder 2-mal? 3-mal, sehr gut. Okay, wir haben 5 Punkte, das reicht uns, sehr gut. Wer war denn noch so? Der Yoshi hatte den Tails als Gegenspieler, weiß ich. Der Wario müsste den... Wen hat er denn? Wario war Waluigi, glaube ich. War das so? Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Die müssen nämlich immer aus den entgegengesetzten Dings da kommen. Ich glaube, Bowser hatte Vector. Ich habe keine Ahnung mehr bei dem Großteil der Leute. Naja. War auf jeden Fall sehr interessant, muss ich sagen. Schneller, höher, stärker, nicht weiter. Okay. Citius, Altius, Fortius. Ja, was weiß ich, ich hatte nie Latein. Was stellt dieses Symbol dar? Ich habe keine Ahnung. Bärentatzen? Ich habe wirklich keine Ahnung, was das sein soll. Da ist so ein Vogel, oder? Das ist hier so die Friedenstaube oder sowas. Was es da im Hintergrund ist? Keine Ahnung. Irgendwelche Flammen. Das olympische Feuer vielleicht? Keine Ahnung. So, jetzt gibt es wahrscheinlich 4 Charaktere und wir brauchen... 2. Okay, jetzt wird es wohl schwieriger. Okay. Ich hoffe inständig, dass Daisy nicht vorkommt. Weil ich hasse ihre Stimme. Ach, andere Knöpfe. Okay. B, A, A. Peach ist auch schon schlimm, aber Daisy ist kein Vergleich dazu, echt. Die ist Hölle. B, A, B, A. Baba. Ja, wow, das ist dasselbe noch mehr, Scherzbolde. Das ist so witzlos. Wer hat sich das ausgedacht? Es ist ja auch nicht so, dass es jede Runde einer mehr wird. Okay, das war schwieriger. Na, das war knapp. Ich hab's mir fast nicht richtig gemerkt. Alles super. Dann können wir uns auch hier wieder beruhigt... wir können beruhigt aufgeben. Ich habe sogar das Richtige gemacht. Toll. Cool. Tja. Ja, ich weiß indes immer noch nicht, wie ich das mit den Missionen machen soll, wie ich damit verfahren soll, weil einerseits würde ich ja schon möglichst viel gerne onscreen zeigen, auf der anderen Seite wird das noch Ewigkeiten dauern.
Und die sind auch teilweise echt nicht spannend. Ich bin halt eigentlich immer noch für die Option, dass ich mir einfach angucke, was vielleicht relativ interessant sein könnte und das dann mache. Aber ich weiß es nicht. Dieses Symbol, dies ist das Symbol für die Waffenruhe, die während der Olympischen Spiele eingehalten werden soll. Das Olympische Feuer wird traditionell zusammen mit der Taube dargestellt, dem Friedenssymbol. Ey, ich hatte sogar recht. Olympisches Feuer und diese Friedenstaube. Gute Sache. Die Olympischen Spiele in luftiger Höhe. Wo ist jetzt die Frage? Okay. Von mir aus. So, was haben wir jetzt? Drei Charaktere wahrscheinlich mit A, B, richtig? B, A, A. Okay. Oh no! Ist alles gut gegangen, Mario. Alles super. A, B, B. Ja. A, B, B, A, B, 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 so. Sehr gut. B, 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 A, okay. Oh nein, B, 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 A, habe ich doch selber gesagt. Ist das jetzt immer dasselbe? Nee. A, 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 wow. Weil ich gerade so verkackt habe, wollen sie es mir jetzt besonders einfach machen, oder was? Ich weiß es nicht. B, A, B, A, A. B, A, B. Ah, doch zweimal Mario A, ne? Okay. Scheiße, jetzt wird's knapp. A, B, A, A. Scheiße. A, B, A. Ja, oh mein Gott. Alles gut. So, die letzte Runde dürfen wir, also jetzt die Runde dürfen wir verkacken, weil ist egal, wir haben 5 Punkte, alles super. Aber die Spiele hier machen wir auf jeden Fall alle einmal durch, weil das dauert nicht lange. Das können wir alles schon onscreen machen. Wir bekommen hier halt dieses olympische Trivialwissen und Soundtracks freigeschaltet, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wir haben dann, wenn wir alle olympische Wissensbücher da in dieser Galerie, wenn wir die alle freigeschaltet haben und somit alle Soundtracks, dann bekommen wir offenbar ein weiteres Abzeichen. Die Olympischen Spiele 1968 in Mexiko-Stadt wurden auf 2240 Metern Seehöhe abgehalten. Okay. Nice to know. Haben wir eigentlich schon irgendwas freigeschaltet? Nein, ich habe auch keine Ahnung, wie das jetzt genau hier funktioniert. Wie viel sind das denn? Das sind... Ich warte mal ab. Wie viele Athleten bekommen ein Diplom-Zertifikat für die Qualifikation an einer Disziplin in den heutigen Olympischen Spielen? Alle? Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wie viele teilnehmen. Also das ist wahrscheinlich so eine einfachere Antwort. B, A, A. Okay, das kriege ich noch hin. Das ist das letzte, ne? Ich habe mal wieder nicht aufgepasst. Ich weiß noch nicht, wie viel Zeit vergangen ist aktuell in diesem Part. B, B, A. Scheiße. Ja, okay, ich war mir nicht sicher, ob erst Amy oder erst Knuckles, aber alles okay. Okay. Super. A, 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 A. Perfekt. B, 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 A. Sehr gut. Damit wär's das schon mal. Diese Runde. Ich stehe mal gerade auf und hol mir mein Handy, dann mache ich mal die Uhr an. Ja. Okay, 15 Minuten haben wir. That is good to know. Na, klick irgendwo hin hier, so. Also so eine Viertelstunde rechne ich damit auf die Zeit drauf, die ich ab jetzt stoppe. Auf der anderen Seite können wir eigentlich auch schon gar nicht mehr viel machen jetzt.
Ich weiß jetzt auch nicht, wie die anderen Minispiele so aussehen. Neuer Song! Wir haben jetzt also einen freigeschaltet. Cool. Die 8 besten Athleten oder Mannschaften werden mit Diplomen ausgezeichnet. Okay. Cool. Sind wir also wieder schlauer. Ah, und jetzt haben wir jeweils einen freigeschaltet. Von Mario und von Sonic. Okay. Ich würde vorschlagen, die hören wir uns alle ganz am Ende an, weil macht am meisten Sinn. Ja, worum handelt es sich denn hier? Zählgenie. Okay. Ja, fangen wir auf jeden Fall noch mit an. Auch wenn wir vielleicht nicht alle 5 schaffen. Spiele der Neuzeit. Welche ungewöhnliche Disziplin war früher Bestandteil der Olympischen Spiele der Neuzeit? Keine Ahnung. Ich bin mal gespannt. Tortenweitwurf. Ich weiß es nicht. Zähle die Figuren mit A. Um zurückzugehen, kannst du B drücken. Okay. Bereit? Ja, schon, ne? 3, 4. Okay, interessant. Da gab es noch so ein cooles Minispiel bei Wii Party. Was sind das denn für Affen? 2, 4, 6, 7. Da ist so ein Zug vorbeigefahren und dann musste man die Personen daran zählen, die einen Ballon haben. Es sind aber auch Personen ohne Ballon drin gewesen. Das war cool. 2, 4, 6, 7. Ey, ich sollte nur die Goombas zählen, oder? Ich habe nicht aufgepasst. Oh ja, okay. Ich sollte mal darauf achten, was ich zählen soll. Ich soll Goombas zählen. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8. Genau, okay. Gefällt mir. Ist cool. 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Jo, passt. Ich gehe mal davon aus, wir müssen überall immer 5 Punkte holen. Deswegen, ich habe jetzt leider nicht drauf geachtet. Verkacke ich das jetzt mal absichtlich. 0. Ich zähle trotzdem weiter, weil macht Spaß. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8 müssten es sein. Ich zähle mal 6. Nee, es sind 9. Es sind 9. Es sind 9. 2, 4, 6, 8. 10? 2, 4, 6, 8. Es sollten 10 sein. Da könnte man jetzt auch irre Rekorde aufstellen, aber wofür? Ja, ich weiß, wofür hole ich überall Gold? In tagelangen Sessions, ich weiß es auch nicht, weil ich diese scheiß Krone haben will. Tauziehen gehörte zu den Disziplinen der Leichtathletik der Olympischen Spiele in den Jahren 1900, 1904, 1908, 1912 und 1920. Okay, Tauziehen, warum nicht? Wo beginnt der Fackellauf? Das ist jetzt auf die Olympischen Spiele in Peking bezogen, ja, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich im Stadion, wo es eröffnet wurde, die Eröffnungsfeier oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe ja super viel Ahnung von Olympischen Spielen, ne? So, 5 Siegbedingungen immer noch, alles easy. Jetzt sehen wir die Willis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das hat jetzt also mehr Mario Partys, Wii Party Style. Das, was ich gerade gesagt habe mit den, okay, irgendwelche Wombats. Keine Ahnung, wie die Dinger heißen. So hießen die auf jeden Fall in Dunstein. Wombats, Stombats und Bombats. Oder irgendwie sowas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich weiß nicht, warum er den einen Klick nicht genommen hat gerade. Aber alles easy. Los. Yo, das sollte passen. Bereit. Ich finde die Minispiele eigentlich eine ganz nette Abwechslung. Ob das jetzt unbedingt in ein Mario und Sonic gehört, sei dahingestellt, aber es ist halt eine ganz coole Idee, um so Trivia rauszuhauen zu Olympischen Spielen und ein bisschen zu bilden. Das hat eigentlich was. Warum mache ich eigentlich weiter? Ich habe schon 5 Punkte. Scheiße. Okay. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig, wie es im nächsten Teil ist, bei den Winterspielen. Ich meine nämlich, da musste man sich das frei kaufen. Ist aber nur noch so eine ganz, ganz grobe Erinnerung. Ich weiß nicht, ob es auch auf die Galerie zutrifft. Die gibt es auf jeden Fall wieder. Also wieder so Trivia-Zeugs. Da weiß ich nicht mehr genau, wie das war. Aber ich glaube, da gab es, glaube ich, keine Minispiele. Wie gesagt, es ist eine nette Abwechslung, aber es wirkt halt auch irgendwie so ein bisschen fehl am Platz. Ich finde es trotzdem ganz cool.
ist auf jeden Fall einfacher, als diese ganzen Missionen noch zu machen. Man kann auf jeden Fall nicht sagen, dass das Spiel wenig Umfang hat. Und es bietet halt auch ein unglaublich geiles Mehrspielererlebnis. Deswegen, wow, das Spiel bietet schon einiges. Die Flamme wird einige Monate vor der Eröffnung der Spiele in Olympia, Griechenland, entzündet. Ah, lol. Okay. Die laufen dann aber nicht ernsthaft... Laufen die dann... Ich weiß es nicht, war hier gerade ein Schrei draußen? What? Okay. Fünf Disziplinen waren seit jeher Bestandteil aller olympischen Disziplinen der olympischen Spiele der Neuzeit. Ja, keine Ahnung. Irgendwas mit Laufen. Irgendwas mit Werfen. Bereit? Oh, im Dunkeln jetzt. Los. Zwei, drei. Nein, drei. Ich wollte. Vier! Kommt denn eine her? Wow, es war knapp. Die Affen hier, okay. Oder was auch immer da sein sollen, affenartige Kreaturen. Fünf sollten es sein. Außer hat sich da irgendwo einer versteckt. Bereit. Los. Der Schwierigkeitsgrad überrascht mich immer wieder, wie der sich so entwickelt. Sieben sollten es sein. Okay. Keine Ahnung, sieben. Es sind acht. Oh, ich war mir unsicher. Ja, guck mal, die verstecken sich aber auch richtig hinter den Goombas. Richtig mies. Jetzt wird es also echt schwierig. Acht sollten es sein. Da vier und da vier. Ja. Okay. Okay. Drei sind da schon mal zu sehen. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Oh, fuck. Zehn. Ja. 10, wunderbar. Ah, so schnell kam ich nicht mit Zählen hinterher, Mensch. Los! Aber nicht schlimm, jetzt muss ich nicht mehr zählen. Ja, ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall noch gerade dieses Minispiel durch. Auch wenn ich den Part komplett überziehe oder irgendwas, aber mein Gott. Los! Was heißt schon überziehen? Ich meine, ich habe eh keine Standardlänge von Parts mehr eigentlich. Beziehungsweise sie ist eigentlich immer noch bei 20. Außer bei Projekten, die halt wirklich lang sind, wie zum Beispiel Breath of the Wild oder... Ja gut, bei Animal Crossing habe ich eigentlich wirklich keinen Standard mehr. Leichtathletik, Fechten, Radsport, Schwimmen und Kunstturnen. Leichtathletik, okay, ist also so verallgemeinert. Was habe ich denn noch gesagt? Keine Ahnung. Aber Radsport war schon immer dabei, krass. Okay. Wie viele Nationen haben an den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit in Athen teilgenommen und welche? Ach du Scheiße, dann waren es wahrscheinlich so um die 12, schätze ich mal. Vielleicht sogar nur noch weniger. Die müssen ja auch erstmal alle aufgezählt kriegen. Ich sag mal 8. 10. Nehmen wir 10. So, jetzt dürfen wir wieder Kugelwillis zählen. Gucken, was jetzt die Schwierigkeit ist. Ach, die Wolken. Eigentlich voll offensichtlich, aber ich habe die echt gerade erstmal nicht gesehen oder realisiert. Sind doch die ganze Zeit Wolken im Hintergrund, ne? Los! Und ich habe einen Kommentar bekommen. Gucke ich mir gleich an. Sehe ich nur so aus dem Augenwinkel, wenn da was auf... Fuck, was soll ich zählen? Ich glaube, die... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich zählen soll. Ich glaube, die roten Dinger. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe echt Angst. Ja, ich sollte auf jeden Fall irgendwas zählen, was 6 war. Ich glaube, es waren die Roten. Vielleicht waren die Kugelwillis ja auch in derselben Anzahl vertreten. Das wäre witzig. Das ist aber eigentlich gar nicht so schwer. Also ich fand das mit dem Dunklen schon ein bisschen schwieriger, weil die da schon echt versteckt ineinander angeordnet waren und man halt nur wenig Zeit hatte, die zu sehen. Und hier sieht man die halt immer direkt... Ich fände es halt schwieriger, wenn die Wolken direkt beim Ausgang, also so links und rechts, wo die Willis halt rauskommen, wenn die genau da wären. Und nicht so in der Mitte des Bildes. Das fände ich viel schwieriger. Los. Weil man so halt immer aus dem Augenwinkel sieht, ey, da links und rechts kommt irgendwer. Und so hat man das halt einfach gar nicht. So, ich habe jetzt hier E auf meinem Handy. Vielleicht kriege ich es währenddessen trotzdem in den Kommentar aufzurufen. Los. Dann mache ich wenigstens was Spannendes in der Zeit, wo hier meine Leben abbauen.
Na, jemand schaut sich das Let's Play in Vorfreude zur Switch-Version an. Wunderbar. Ja, Animal Crossing. Und bald kann sich derjenige auch noch das GameCube-Let's Play angucken, denn das kommt auch bald. Aber wie gesagt, dazu mache ich gleich noch ein Infovideo und dann ist alles super. Werde ich am Wochenende wahrscheinlich auch noch ein bisschen weitersuchten, also ein bisschen viel hoffentlich. Fände ich sehr gut. So, jetzt bin ich mal gespannt. 14 waren es tatsächlich sogar. Okay, Australien, Bulgarien, Chile, Deutschland, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Italien, Österreich, Schweden, die Schweiz, Ungarn und... Ich habe irgendwie das Gefühl, Ungarn war jetzt gerade zweimal drin, aber es ist tatsächlich nicht so. Und die Vereinigten Staaten. Okay. Sehr interessant, dass das auch so verteilt ist, so Australien, Chile und dann halt die ganzen europäischen Sachen. Und die Vereinigten Staaten, okay. Interessant. Wie viele nationale olympische Komitees haben an den Olympischen Spielen 2004 in Athen teilgenommen? Und nationale Komitees, keine Ahnung, Mann. 30. Ich sag 25. Nee. 25 Nationen sind es ja bestimmt schon. Ich sag 32. Bereit? Zähl diese Figur. 2, 4, 6, 8, 7, 8. 2, 4, 6, 7 müssen es sein. Okay. Ja, es wird schwieriger, weil die einfach ein bisschen blöder positioniert sind. Ach, jetzt wird es hier so gemischt. Okay, ich verstehe. Ich habe mich schon gefragt, was genau die Schwierigkeit sein wird. Die mischen diese Stages jetzt irgendwie. Es kommt wahrscheinlich nochmal von jeder Stage ein Level. Also jetzt wird es wahrscheinlich wieder dunkel oder irgendwie sowas. Ja. Okay, cool. Das ist interessant. Eine nette Idee. Oh, fuck. Ich habe keine Ahnung. 8 oder 9? 8. 7? Nein. Okay. Direkt mal verkackt. Ja, das ist tatsächlich jetzt gar nicht mal mehr so einfach. Aber bei der Stage habe ich bessere Chancen als im Dunkeln, glaube ich. Das kann ich, glaube ich, einfach besser. Ach du Scheiße. 2, 4, 6, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Es sind 10. Es sind 10, sehr gut. Ich sag das zwar so entschieden, aber irgendwie Restzweifel bleibt ja. Wenn man so wenig Zeit hat. Schade, die hätten gerne weiter so symmetrisch in einer Reihe kommen können. Das wäre einfach gewesen. Aber kennt man die denn aus irgendeinem Spiel? Ich schätze, also was heißt aus irgendeinem Spiel? Man kennt die halt höchstwahrscheinlich aus Sonic, würde ich mal behaupten. Ich habe zumindest bei Mario noch nie gesehen. Ich habe keine Ahnung, wie viele sein sollen. Ich sag 13. 12 oder 13? Es sind 12. Es war so klar, die nehmen ja keine 13. Ach, ich habe sogar schon 5 Punkte. Dann ist es ja sogar gut, dass ich die falsche Zahl angedingst habe. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich glaube, es sind 10. Oh, ich habe nicht mal mehr Zeit. Es waren 10. Aber ich wollte ja sowieso nicht hier, ernsthaft so. Ne? Abgeschlossen! Super. Neue Hintergrundmusik wurde freigeschaltet. Schön. 201! What the fuck? So viele Nationen gibt's überhaupt, die irgendwas mit Olympia... Oh mein Gott. Holy shit. Die größte Anzahl nationaler Komitees, die je teilgenommen hat. Also ich habe mit meinen 32 ja knapp dabei. Gebe ich zu. Okay, sehr schön. Jetzt haben wir also wieder ein bisschen mehr Informationen erhalten. Und... beim nächsten Mal geht es weiter mit den nächsten Minispielen. Ich schätze mal, wir kriegen nicht alle durch, weil die dauern ja doch relativ lange. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr weiterhin dabei bleibt und auch weiterhin diese tollen Fakten mit mir genießt, die mich eigentlich nur peripher interessieren, aber ist ja egal. Es gehört dazu, es ist eigentlich ganz cool und macht Bock. Und wir schalten ja dadurch auch noch was frei und das hören wir uns dann alles an und ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss.